Hallo, mein Name ist Rebecca Henecke. Ich arbeite hier im Aquatop Aachen in der Teichabteilung und heute wollen wir einfach mal etwas über unsere Koi erzählen und über die Teiche, die wir im Innenbereich des Hauses haben. Hier haben wir einen 20.000 Liter Teich, in dem wir sehr viele verschiedene Koi-Arten haben. Es ist eigentlich alles dabei, von einem sehr zahmen Chagoi, der einfach jedes Mal, wenn man Futter in der Hand hat, auch kommt und sehr zahm ist, bis eben zu wunderschönen Tieren in allen Farben. Der Teich hier wird gefiltert von einem Papierfilter der Firma Genesis und wie man sehen kann, ist das Wasser einfach glasklar. Man kann als Kunde hier immer sehr gerne Futter ziehen, die Tiere füttern, das kann man das ganze Jahr über machen und kann sich überraschen lassen, wie das Wasser brodelt, weil die Tiere einfach nach dem Futter schnappen. Jetzt sind wir an unserem zweiten Innenteich, der hat 30.000 Liter und wird auch wieder mit einem Genesis Papierfilter gesäubert. Hier haben wir sehr spezielle Tiere, das heißt, wir haben zum Beispiel einen Hiosuri, der ein wunderschönes Rot-Schwarz hat, oder ein Hagishiro mit einer außergewöhnlichen Zeichnung, die man so sehr selten sieht. Hagishiro heißt weiße Glatze bei den Japanern, die haben also manchmal ziemlich witzige Namen und der Hagishiro ist ein ganz besonderer Koi. Alleine von der Farbe, von der Form ist er schon ziemlich gut und auch sehr schön. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Hiosuri, der ein wunderschönes Rot hat und ein sehr tiefes Schwarz, was man auch nicht so oft hat. Häufig sind die Tiere leicht orangelastig, aber hier sind sie eben sehr schön schwarz gezeichnet mit einem kräftigen Rot. Und hier haben wir zum Beispiel einen Beko, ein Shirobeko. Auch ein wunderschönes Tier. Das heißt, die Koi, die wir hier haben, haben alle sehr spezielle Bezeichnungen und sind auch in ihrer Form schon außergewöhnlich. Dann wollen wir noch einiges zu der Fütterung erzählen. Und zwar ist es so, dass ein Koi einen sehr hohen Stoffwechsel hat. Das heißt, er verbraucht sehr viel Futter und das aber eben erst ab einer Temperatur von 15 Grad. Unter dieser Temperatur muss man schauen, dass man das Tier artgerecht füttert. Das heißt, zum Herbst hin oder eben zum Anfang des Jahres, wenn die Temperaturen an 8 Grad gehen, geben wir ein spezielles Weizenfutter, was der Koi relativ leicht verdauen kann. Und je wärmer die Temperatur ist, desto höher kann ich mit dem Proteingehalt gehen und desto mehr Futter kann ich auch den Tieren geben. Wenn ihr mehr über die Fütterung erfahren wollt, schaut einfach unser nächstes Video.